Jojo, guten Abend. Da heute Weihnachten ist, kommt diese Analyse einen Tag früher, sozusagen als Geschenk. Wir versuchen auch jetzt noch die letzte Analyse früher rauszubekommen, damit wir das Viertel früher starten können. Aber fangen wir erstmal an mit der Kritik an Nightmare Fan, da Madden nicht eingereicht hat. Hier erstmal zu Tobis Analyse. Okay, hallo. Fangen wir an mit Nightmare Fans Bewertung von meiner Seite aus. Finde ich schlechter als die Quali. Zum Video muss ich ja nicht mehr sagen. Ich finde es sehr lieblos. Flow ist okay, aber hier und da finde ich die Betonungen für meinen Geschmack ein bisschen zu seltsam. Ist aber auch nur Geschmackssache, weil es gibt Leute, die mögen das ja so. Text finde ich okay und ich muss sonst noch sagen, viel Spaß im Vierteljahr, aber versuche vielleicht noch ein paar Sachen, die ich hier genannt habe, zu verbessern. Okay, das war jetzt die Bewertung zu Nightmare Fan. Ja, er ist im Viertel auf jeden Fall. Dadurch ja, dass Martin nicht eingereicht hat. Und jetzt kommen wir zu Georgie vs. Juli. Und da möchte ich nur kurz sagen, dass es etwas länger ist. Aus dem Grund, weil ich nicht immer Bock habe, immer alles wegzumachen, weil ich halt sehr viele wichtige Punkte anspreche. Ich habe aber einiges gekürzt, glaube ich, Videopunkt. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist so okay. Videopunkt. Zuerst zu Georgies Video. Am Anfang kam überraschenderweise Paul in das Video gesteppt und trägt erstmal einen Sketch auf. Doch dieser Sketch geht halt fast eine Minute, was einfach viel zu lang ist. Ich meine, ich habe kein Problem von Scratches und man kann sie immer einbauen. Aber was regelrecht bei diesem Sketch stört, ist, dass es durchgehend rauscht und man Paul nur schwer versteht. Wenn ich Paul wäre, hätte ich die Sache, die er in der Aufnahme gesagt hat, nochmal mit seinem Mic aufgenommen, sodass das Rauschen im Hintergrund gedrückt wird. Ich meine, er trägt ja schon eine Maske, also könnte man das easy ausbessern. Aber wie gesagt, ist einfach viel zu lang. Dann startet das eigentliche Hauptvideo, und zwar Gameplay von Super Mario Bros. Ich denke, am Anfang ist das erstmal verwundernd, da es noch nicht richtig Sinn macht, warum das als Video genutzt wird. Aber wenn man sich richtig mit dem Text befasst, dann kann man auch lesen, dass einige Lines entweder auf dieses Let's Play oder dem Game bezogen ist. Das finde ich als Konzept sehr cool. Aber das war noch nicht alles, da der Hintergrund des Games ausgekiet und mit einem Statisten draufgeklatscht wurde. Und zwar hat der liebe Reska einige Aufnahmen extra für Georgie gemacht. Die Aufnahmen machen den Gesamtwert vom Video etwas besser, damit dass das Video von Georgie nicht nur Gameplay ist, aber die Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind dann im Endeffekt nach öfteren Anschauen doch eher langweilig. Gesamt hat das Video halt nicht mehr zu bieten. Ich finde es so, wie es ist, ganz nett, mit einem coolen Konzept. Zu Juli. Der Anfang wurde mit Szenen gefüllt, die eine Person zeigen, der Fahrrad fahren kann. Ich will nicht böse sein, aber der Anfang erinnert mich jetzt immer an Nightmares Kommentar mit 3 Plus und so, die können alle Fahrrad fahren und so. Also ja, Ehrenmann Nightmare. Die nächsten Aufnahmen zeigen dann wahrscheinlich Juli, wie er in einem Möbelladen performt. Das sieht man an den Preisschildern. An sich eine coole Location sogar. Es ist eine Location, das ich in keinem anderen Video sonst gesehen habe. Vielleicht mal so ähnlich wie bei Aktivs Achtel mit dem Baumarkt, aber sonst kenne ich keine andere Runde, die in einem Möbelgeschäft wirklich abspielte. Zwar mit cooler Location ist es trotzdem nur die eine Stelle in der Küche, was das Ganze wieder etwas verringert. Da hätte man mehr Abwechslung im Video bieten können. Die Performance ist auch eher mehr so ein bisschen herumbewegen und ein bisschen herumfuchteln. Ich hätte da mehr Interaktion gewünscht und nicht so eine Abwesenheit, weil das so rüberkommt, als hättest du nicht so Bock zu performen. Naja, dann kommen wir zu der Nachbearbeitung und ja, gefällt mir. Es wurde mit einer sehr schönen Farbe gearbeitet, damit es schön in Szene gebracht wurde. Dieses etwas helle hat an sich was. Es gibt ein paar Einblendungen dazu, die auch recht solide aussehen. Was ich noch nicht angesprochen habe, ist, dass es dazu noch ein paar Zwischenszenen gab, aber die wirken nicht viel aus. Vielleicht noch ein bisschen mehr Abwechslung, aber nicht viel. Gesamt sehr cooles Video, aber wie gesagt, hätte ich mehr Performance und Locations gewünscht. Ist trotzdem ein cooles Video.
Beide haben ihre positiven und negativen Seiten, aber für mich gehen die zwei Punkte an Juli, da er alles besser und schöner in Szene gebracht hat und auch wirklich eine Location hatte. Ich würde aber Georgie trotzdem auch einen Punkt für das Konzept geben, die an die Lines angeschnitten wurde. Also ja, von meiner Seite aus gibt es hier ein 2:1 an Juli. Textpunkt. Ah, das ist so viel Text. Okay, puh, los. Erstmal zu Georgie. Als allererstes habe ich einiges am Text erwartet. Aber es stellt sich heraus, dass es doch nicht so stark ist wie gedacht. Die erste Line finde ich in einem Teil sehr witzig, aber sie kommt mir auch bekannt vor. Die zweite Line ist dann auf den Let's Play-Bezug angehaucht, was zwar eine gute Verbindung mit dem Video hat, aber punchen tut das eher nicht. Da nur gesagt wird, dass Juli gefickt wird, indem Georgie das Let's Play Video macht, was für mich keins zu weißen treffend ist. Die dritte Line ist okay, aber auch nichts Besonderes, da nur gesagt wird, dass es nichts Männlicheres außer der Name Juli ist, gibt. Und zu dem Punch kann ich halt auch nicht viel mehr sagen, weil es nicht so viel hernimmt, außer dass es nicht so einen kreativen Hintergedanken hat. Die Punktzahl-Line ist wieder auf das Video bezogen, aber greift literally den Gegner nicht an. Die Babysitter-Line ist wieder okay. Ich hätte sie aber stärker gefunden, wenn du gesagt hättest, dass eher Juli noch den Babysitter braucht, statt dass er einer ist. Das hätte das Gangster-Image noch eher mehr in den Dreck gezogen, anstatt zu sagen, dass er ein Babysitter ist. Die nächste Line ist ein bisschen komisch. Also klar, ich verstehe sie, aber es wurde sehr komisch konzipiert. Ich meine, du sagst, dass du Juli fixst, aber wiederum weint seine Mutter, weil Juli groß wurde. Also es ist halt sehr komisch. Die nächste Line haucht wieder an das Video an, da Paul ja an Georgies Video mitgewirkt hat. Aber ja, puncht auch nicht so hart. Die Endline leider auch schwarz. Also ich bin etwas enttäuscht vom Text. Es ist kein Weltuntergang, aber ich sehe sehr, sehr viele unstrukturierte und unkonzipierte Lines im Text. Man versteht sie zwar, aber so wie die da stehen, machen sie wiederum keinen Sinn. Also solltest du dran arbeiten und vor allem bessere Ansätze aus dem Gegner herausnehmen, statt nur einen Großteil mit seinem Namen was zu machen. Auch wenn der Gegner nicht viel hergibt, findet man immer Wege, etwas zu finden, was den Gegner ficken kann. Ich meine, du hast ihn ja schon mal gegen Juli gebattelt. Warum hast du nicht einfach was aus dem Battle entnommen und hier gepuncht? Du kannst es ja im Video einblenden oder sagen, dass du gegen ihn gebattelt hast. Dann ist die Angriffsfläche auch nicht sehr weit hergeholt. Nun ja, da kann man jetzt nichts ändern. Ach so, und die Reihen sind mal okay und mal einsilbig. Beispiel Kasper komm auf 8 davon ist nett, aber dann gibt es wieder sowas wie fickt auf Biss. Kurz noch zu D-Rays Hook. Ich habe zwar keinen Text von ihm, aber ich habe mir das nochmal angehört und werde grob was zum Text von D-Ray sagen. Also krass, da gibt es wirklich mehr was anzubieten als von Georgie. Zum Beispiel die ASMR-Line ist wirklich ein absolutes Highlight und ist schon mal besser als die meisten Zeilen. Also Georgie, bitte lass dich von D-Ray inspirieren, denn der hat auch nochmal einige Punkte wie Flow angegriffen. Solltest du es auch so machen. Puh, einfach halbe B-Ball bei Georgie. Lass das jetzt auch bei Juli machen. Oh, nun gut. Zuerst zu der ersten Line von Juli. Da sagt er, dass das Suchergebnis von Juli sagt, dass Georgie uninteressant ist und man ihn nicht findet und man sieht es nur, der dich zerfickt. Was? Was? Also ich will nicht böse sein, aber ist das ein deutscher Satz? Ich habe hier nochmal in eine Runde reingehört und da ist es genauso. Ich meine, niemand sagt, denn man findet dich nicht, man sieht nur, es, der dich zerfickt. Ich habe ein bisschen nachgedacht und für mich würde es Sinn machen, wenn er sagen würde, denn man findet dich nicht, man sieht nur, dass er dich zerfickt. Aber selbst das macht irgendwie im Ganzen keinen Sinn von der Struktur. Also man hätte mit dem Suchverlauf-Ansatz mehr anstellen können, als es nur so einen Satz zu bringen, das durch die Buchstaben so super gezogen wurde. Verstehst du? Die nächste Line puncht nicht so hart, aber hat wieder einen Ansatz mit OnlyFans. Aber Angriffsfläche ist das auch nicht wirklich. Die nächsten vier Bars sind einer der schlimmsten. Man sieht halt, dass es an den Flow angepasst wurde. Ich meine, man sieht, aber hört es auch.
Und naja, zum Flaulichen komme ich später. Und wie gut es mit den 4 Bars gelungen ist. Aber nichts dieser Bars macht irgendwie Sinn. Er sagt irgendwas mit Tekken oder reimt schlau, ciao auf wow. Wie gesagt, wirklich schlimmes Durcheinander. Die nächste Line ist drauf angelehnt, dass Juli wohl Line aus der Quali gegen Nightmare nur mit Georgie verwechselt hat, weil beide wohl ähnlich sind. Also, so habe ich's verstanden. Ist mal wieder ein okayer Ansatz, punchen tut es aber auch nicht. Die nächste Line ist verschenktes Potenzial, da da die Angriffsfläche mit dem Klon weitergeführt wird, aber dann wieder was random mit dem Type-Beat gequasselt und leider wurde das Potenzial verschenkt. Die nächsten Bars ändern sich wie die anderen schlimmen Bars, aber hier sind die harmloser, da sie wohl Bezug drauf haben, dass Juli und Georgie sich gebettelt haben, was ich auch vor bei Georgie angesprochen habe mit der Angriffsfläche. Aber es wurde halt nichts draus gemacht, außer etwas Gerede darüber, dass er Georgie zersticht und so weiter. Zu der Hook muss ich auch nicht viel sagen. Ich meine, es gibt wieder eine Angriffsfläche über Retro, also Georgies alter Namen, wie das auch mit dem Klon-Image wurde, hier auch Potenzial verschenkt. Schade. Gesamt ist das hier ein totales Chaos, wenn es um Text geht. Es ist vieles kontextlos. Und dann gibt es einige Angriffsflächen, bei denen zu wenig auseinandergesetzt wurden. Die Reime sind dafür okay, aber auch sehr hart gezweckt. Beide Texte sind schwach, aber man sieht trotzdem einen sehr großen Unterschied, da Georgies textlich noch viel anspruchsvoller und kontextvoller als Juli ist. Ich meine, zwar muss er das noch stark verbessern, aber Georgie hat einen viel besseren Text als Juli. Deswegen 2:0 an Georgie. Flowpunkt. Georgie hat einen sehr schönen Stil mit seiner Stimme. Er ist auf dem Takt und hat auch seine Routine, was ich sehr schön bei ihm finde. Ich mag auch die Delivery, da die auch sehr betont wurde. Also ich habe wirklich nicht viel zusammen Flow zu sagen. Vielleicht aber ein Punkt. Und zwar, dass es vielleicht mit der Stimme noch ein kleines bisschen härter herangegangen werden könnte. Da er etwas Potenzial hat. Und vielleicht auch noch etwas mehr Variation einbringen. Wie gesagt, sonst mag ich das sehr und solltest du auch weitermachen. Zur Mische muss ich auch nicht viel bemängeln, da die Stimme sehr gut abgemischt wurde. Ich habe leider selber nicht viel Ahnung von Mix und Mastering, aber es klingt sehr gut. Da hat D-Ray wirklich einen guten Job gemacht. Dazu mag ich auch noch die Echos am Ende und die Doubles harmonieren auch mit allem. Er selbst als Feature ist auch sehr super, aber bei einer Stelle hat sich D-Ray ein bisschen verhaspelt. Sonst zum Schluss kann ich noch sagen, dass man beides sehr gut verstehen kann. Gesamt sehr schön. Zu Juli. Puh, es ist nicht so gut. Ich meine, es hat seinen Stil mit seiner eher Lofi-Stimme, beziehungsweise ruhigen Stimme. Es klingt für mich aber zu monoton und es klingt generell so, als würde Juli kurz vorm Einschlafen das einrappen. Auch sehr unverständlich, weswegen ich auch einige Lines nicht richtig verstanden habe. Dazu kommt noch der Versuch, ein bisschen schneller zu rappen, was wirklich sehr misslungen ist. Vor allem an der Stelle, die ich beim Textpunkt erläutert habe, also die 4 Bars. War ziemlich schlecht. Das einzig solide Ding ist die Mische. Klingt okay, aber selbst das rettet nicht das Ganze. Es ist wirklich unausgereift und klingt nicht sehr gut. Und als Zuschauer schläft man auch eher ein, wenn man das hört. Und das ist nicht mal böse gemeint. Ich glaube, wenn du an der Routine arbeitest, dann wird das was. Aber bis jetzt ist es noch nichts. Und bitte vermeide schnellere Passagen, da die den Gesamteindruck des Flows schaden können, wie hier. Naja, ich muss hier nicht viel sagen. Georgie hat hier einfach mehr bewiesen, dass er klar der bessere Rapper im Thema Flow ist. Er hat auch seine Punkte, die noch ausgebessert werden müssen, aber in diesem Gebiet hat er sich einen Punkt ganz klar geholt. 1:0 an Georgie. Hookpunkt. Bei Georgie. Ich habe erstmal nichts herausgehört, dass es eine Hook sein soll, aber in der Beschreibung hat es nochmal gerettet. Aber alles cool soll nicht heißen, dass die Hook musikalisch sein muss, um sich abzuheben, aber ich habe halt erstmal nicht geblickt, dass D-Ray's Hook überhaupt eine Hook ist. Sorry. Aber zudem ist es trotzdem zum Beispiel textlich eine coole Hook und klingt sehr cool. Ich meine schon in der Qualifikationsanalyse, dass man für eine Hook nicht musikalisch sein muss, um gut zu sein. Und D-Ray's Hook hat Georgie, beweist es. Gefällt mir. Ich weiß nicht, was bei Juli passiert ist, aber das ist keine schöne Hook. Wirklich nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Die Hook ist sehr unhörbar. Sorry, kann ich nicht mehr dazu sagen. Und das wird sich hier auch beweisen. Georgie hat den Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 1:0 an Georgie. Extra Punkt.
Georgie hat ein schönes Gesamtpaket mit der coolen Videoidee, coolen Flow und einer nicen Hook von D-Ray. Aber der Text ist sehr ausbaufähig. Ich finde, was wirklich bei Georgie den Gesamtwert herunterzieht, ist der Fakt, dass die Sketches von Paul zu lang und unwitzig sind und dass der Text seine Macken hat. Man hätte beides ausbessern können. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass Paul ein Sketch in einer anderen Runde hat, aber nur an dich nochmal, Paul, merk dir, dass du mit deinen Aufnahmen noch deinen Mic einstellst, somit dass das Rauschen entweder ganz weg ist oder man nur ganz leise hört. Sonst, wie gesagt, ein solides, eckiges Gesamtpaket von Georgie. Zu Juli. Juli hat auch ein schönes Video und das war's. Was etwas schade ist. Es ist natürlich eine Steigerung zu Quali, kein Ding, aber irgendwie fand ich den Flow in deiner Quali zum Beispiel etwas besser, weil daran auch kein Brabbeltime herangewagt wurde. Du hast noch sehr viele Lücken in deinem Gesamtpaket und es zeigt diese Runde. Wenn du dich in Zukunft mehr anstrengst und die Kritikpunkte drauf ein bisschen eingehst, dann denke ich, dass es sich ändern wird. Aber bis jetzt ist noch viel Luft nach oben. Deswegen geht auch mein extra Punkt an Georgie, weil er weniger Lücken hat und runderes Gesamtpaket besitzt als Juli. 1:0 an Georgie. Gesamtergebnis 6:2 an Georgie. Und dann kommen wir noch zur Maru-Bewertung, denn der hat ein 7:3 an Georgie gegeben. Heißt also am Ende, Georgie hat mit dem Punktstand von 13:5 gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall jetzt im Viertel. Und fuck, die Analyse ist viel zu lang. Ja, ich sollte aufhören zu reden. Also ja, bis nächstes Mal. Tschüss.